Level 9. Die Quartiere. Wir fragen uns eigentlich nur noch, wie lange dieses dreckige, verkackte Unterwasser-Kapitel noch geht. Ich will endlich wieder an die frische Luft. Ja, sind schon wieder unter Wasser. Nein, verdammt. Können wir nicht mal endlich hier wegkommen? Okay, ich speichere erstmal. Und somit herzlich willkommen, meine Lieben, zum nächsten Level. Und wir sind hier in... Wo sind wir überhaupt? Die Quartiere. Oh, das klingt interessant. Hier scheint ja sowieso alles verstorben zu sein. Vielleicht reden wir hier von den Quartieren der verlorenen und geisterhaften Besatzung der Maria Doria. Vielleicht kriegen wir es hier mit Geister zu tun. Schön wär's. So, ich habe hier einen komischen Anzug irgendwie. Ich kann hier nichts sehen. Ich schwimme wie der letzte Henker hier gerade. Und ich sehe nichts. Könnte man hier mal... Ich komme hier auch nicht mehr weg, ne? Nee. Dann muss ja hier irgendwo der Hebel sein. Da oben? Nee. Hier? Sag mal, bin ich blind heute auf den Augen? Bin ich... Ne? Nein. Bin ich hier oben, oder? Au. Nein. Ja, das fängt ja schon mal richtig gut an heute. Okay. Ich mache einfach mal eine Fackel an. Und guck mal. Vielleicht ist das auch außerhalb dieses Bereiches. Halt! Halt! Hier würde ich gerne nochmal gucken. Lass mich doch gucken! Bitte! Hier, guck mal, hier. Oh! Oh, hier ist was. Okay, komm. Hä? Ist irgendwas passiert? Hui! Endlich, bin ich wieder hier. Bin ich wieder. Okay, wieder an Deck und an Luft. Okay. So, Stück Dreck. Schmeißen wir erstmal die Fackel weg hier. Weg mit dem Müll. Ach nee, doch. Die wollen wir doch wieder. Ich freue mich wieder hier zu sein, meine Lieben. So, schauen wir mal. Die Quartiere. Das ist ja... hier könnte eine Menge passieren. Hier könnte eine Menge passieren. Was ist denn das hier? Was ist das ja interessant hier? Ein Löchlein, wo man gar nichts sieht. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Denn um was zu sehen... Was? Waffe! Waffe! Das fängt schon mal gut an. Was hast du fallen lassen, du dreckige Wurst? Kleines Medikit, das gönne ich mir. Das sieht richtig lecker aus. So, es scheint, als kriegen wir hier richtig Fackel-Action. Wir gucken uns das jetzt mal nochmal an hier. So, hier ist eigentlich... Das ist gar kein Loch. Das ist nur ein Ölfleck oder so. Ich schwöre, das sah aus wie ein Loch, oder Leute? Oh, das sieht aus wie... wie Lara. Okay. Gut, die Quartiere, ja. Die haben wir natürlich wieder mit Bartoli-Schergen zu tun. Warum auch nicht? Und im Hintergrund hören wir... ja, diesen Herzschlag-Sound, sage ich mal. Der hier so eine gewisse Grundstimmung hat. Was ist das denn? Eine Zündschnur? Können wir die anzünden? Nee, lieber nicht, ne? hier... Oh Gott, was ist denn hier los? Wird man hier gleich beschossen? Komm her, du Stück Scheiße. Was? Hä, wo... Von wo kam das? Hä? Bin ich behämmert? Die hat doch in dem auf uns geschossen. Was? Ich hör's doch. Hier ist jemand. Ah. Du Mie.
dieses Stück Dreck. Okay, scheint wohl über uns irgendwo zu sein. Wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen Überblick gewinnen. Überblick gewinnen. Oder die Sprachkompetenz gewinnen. Das ist, wäre auch eine schöne Sache. So, wir schauen mal hier ganz sneaky-mäßig. Hier ist irgendwas. Komm, meine M16 will heute ein bisschen Auslauf haben hier. Wo bist du, du Stück Müllhaufen? Seht ihr das da? Ist das ein... Das könnte ein silberner Drache sein. Oh Gott, sehr schön. Wir speichern erstmal. Oh, ich freue mich wieder hier zu sein. Das ist immer wieder dasselbe. Und immer wieder freue ich mich. Hier, was? Ach so, hier zu sein. Und natürlich mit euch zu sein. So, das ist ein bisschen hoch. Das sieht auch ein bisschen aus wie ein Hammer. Da kommen wir nicht rüber. Wir gucken erstmal auf der anderen Seite her. Hallo? Ist denn hier jemand? Da! Wo denn? Sie hat eben gezielt. Wo denn? Hä, sie hat doch... Moment mal, sie hat eben gezielt. Ich bin noch nicht behämmert. Oder? Wahrscheinlich doch, die Geister hier. Es gibt doch Geister hier im Quartier. Sehr schön, okay. Gucken wir erstmal hier hinten. Was wir hier haben. Vielleicht haben wir irgendeinen Hebel, der hier irgendwas ermöglicht. Die Quartiere... Ja, sind mir natürlich irgendwie ein Begriff vom Namen her. Und ich glaube, es endet so langsam auch diese Unterwasser... Dieses Unterwasser-Szenario, wenn ich mich nicht irre, ist das das letzte Unterwasser-Level. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ganz ehrlich. Es ist schon etwas her. So, wir müssen natürlich jetzt gucken, was wir hier machen, ne? Hier ist ein Hebel. Nee. Oh! Ja, ziel doch, du! Oh Gott. Hat der... Wie viel hat der mir gerade weggeballert? Du miese Shotgun-benutzende Sau. Boah. Okay, wir brauchen hier tatsächlich eine Waffe mit ein bisschen mehr Flexibility. Na komm schon, du. Okay. Der ist gestorben, ohne zu schreien. Finde ich schon mal gut. Was ich auch richtig gut finde, wir kriegen hier schöne Munition. Aha. Automatikmunition, okay. Auf was warte ich eigentlich? Hier läuft schon wieder irgendwas. So, hast du auch was einstecken? Was? Nix? So, kommen wir... Warte mal. Aua! Wir kommen hier tatsächlich nochmal hin. Sehr schön. Ach, du meine Güte. Was ist denn hier los? Okay, da oben haben wir einen Hebel. Hier haben wir offenbar einen Schlitz, der uns rüberführen wird. Von hier nach da oder von da nach hier. Und hier ist eine Tür. Okay, so. Wir müssen jetzt erstmal mit den Möglichkeiten spielen. Spiele mit den Möglichkeiten. So, und ich gönne mir erstmal einen Schluck von meinem Möglichkeiten-Drink. Und speichere erstmal. Mal wieder. Hier. So, jetzt springen wir. Ja, okay. Schauen wir mal, was wir hiermit erreichen. Wir hangeln uns ja richtig gern. Wir sind so ein hängendes Würstchen. Nee, so ein, ich sag mal, so ein hängender Profi. Ja, wir hängen ja oftmals an irgendwelchen Klippen und schaffen es doch immer wieder, uns hochzuziehen. Von den Schuhsohlen. Na, hier
ist aber auch nichts. Doch, doch, da ist ein Hebel, ein Hebel. Ach so, Moment mal. Ich habe ganz vergessen, wie ich sonst immer mache. Wir haben hier einen Erfolg auf der Liste, den wir tun können. Mehr konnte ich leider nicht finden. Und zwar, keine unnötigen Bewegungen. Zerbrich keine Bodenpaneele, um im Level die Quartiere an das goldene Geheimnis zu gelangen. Ich habe keine Ahnung, was sie meinen. Aber... Oh, wir schauen mal, wenn wir einen goldenen Drachen finden sollten, dass wir das auch mit machen können irgendwie. Also der Hebel da oben ist tatsächlich eigentlich so ein Unterwasserhebel, ne? Ein Unterwasserhebel. Das geht auch nicht auf, ne? Nee. Okay. Wir können da auch nichts hinschieben. Wir gucken nochmal im vorherigen Bereich. Ob da nicht irgendwas vergessen wurde. Ich wüsste zwar jetzt nicht was, aber kann ganz gut sein. Auch der silberne Drache spielt ja auch noch eine Rolle, ne? Wir wollen ja hier alles irgendwie finden. Wir haben zwar in einem Level verkackt, ich weiß nicht mehr welches jetzt, aber da fehlte uns irgendwas. Hier läuft schon wieder der Ghost-Trupp vom Maria Doria-Level hier irgendwie. Mal kommen wir hier hoch. Hopp. Nee. Vielleicht irgendwelche alten Piraten oder sowas. Also hier kommen wir. Das ist zu schräg hier, ne? Ja. Okay. Ja, gut, es macht. Ich muss hier eine Fackel nehmen, tatsächlich. Es macht zwar Sinn. Na? Hä? Steuerung reagiert, aber sie zieht sich nicht hoch. Was ist das denn? Hallo? Okay. Alter, diese Schritte machen mich hier. Den zerschieße ich seine scheiß Perücke, wenn ich den sehe. Irgendwas sehen wir hier? Irgendwas? Oder bin ich total behämmert jetzt? Was natürlich sein kann, nicht? Moment mal. Können wir das hier als Sprungchance nehmen? Ich probier's mal. Ich probier's einfach. Speicher lieber vorher, nicht, dass wir in irgendeinem Abgrund landen. Hier. Wie? Okay, mit einem Backjump offenbar. Wenn überhaupt. Was? Hopp. Ah, könnte, oder? So, jetzt pass auf. Nee, das ist viel zu low grad. Okay, ich guck doch nochmal in dem anderen Bereich. Vielleicht haben wir doch irgendwas übersehen. Dieser Schritt hier macht mich ganz nervös. Du hast immer irgend so einen Schritt im Nacken. Also nicht den Schritt. Lara, hast du einen Schritt im Nacken? Du bist heute mal wieder richtig witzig, weißt du das? Ja, ja, finde ich auch. Das ist sehr witzig, ja. So, wir haben doch hier aber eigentlich nichts übersehen. Nochmal, wir können nach da gehen und sonst nichts. Haben wir hier irgendwas übersehen? Lol. Nee, oder? Okay, ich sag mal nix. Ich sag absolut nix. So, wir wollen aber jetzt mal ein bisschen die M16 hier einweihen, nicht? Auch wenn die schwer Hand zu haben ist, haben wir sie in der Hand. Und was wir in der Hand haben, ist gut in der Hand zu haben. So. Im Laufen könnten wir sogar auch zielen. Ist hier jemand? Ich höre schon wieder Schritte. Ne? Hier unter uns, ne?
Ich komme gleich. Wir machen das Schritt. Hier hat sich irgendwas geändert. Hier geht's offenbar wieder runter, könnte ich mir vorstellen. Wir gehen erstmal hier gucken. Hier ist nix. Nee, hier kommen wir nicht hoch. Hier können wir auch wahrscheinlich nichts schieben. Nee. Keine Ahnung. Okay. No! Ah, okay. So, hat sich jetzt irgendwas verändert? Irgendwas hat sich hier verschoben, oder? Ja, guckt mal hier, oder? Bild ich mir das gerade ein. Also maschinentechnisch muss ich hier irgendwas verschoben haben. Diese komischen Hammer hier, der kommt mir jetzt irgendwie sehr nah vor. War das schon immer so? Nee, oder? Hier war doch irgendwo auch das Secret. Da hinten. Oh Gott. Können wir hier mit... Nee, ich glaube nicht, dass wir hier Anlauf brauchen. Und hopp. Okay, wir kommen zum Secret. Das Secret. Es ist wieder bei mir. Es ist wieder. Ich gehe mal einen Schritt zurück und mache jetzt einen krassen Jump. Jawohl. Wo ist denn hier irgendwas? Ich sehe nichts. Sie hat vorhin mal kurz irgendwie gezielt, ja. Aber das war's dann auch. Da hinten. Komm her, du Stück Scheiße. So, jetzt ist gut mit Schritte hier. Den hab ich voll den Schritt weggeschossen. So. Okay. Das ist auch ein klassisches, sehr verstecktes Geheimnis hier. Sehr schwer zu finden. Also gönnen wir uns. Aha. Lara, aha. Okay, gut. Ich glaube, wir müssen hier nochmal runter. Da kommen wir niemals rüber. Ich versuche es natürlich trotzdem. Man nennt mich den Versucher. Und... Oh, das hätte doch geklappt. Oha. Manchmal kann man das echt schwer einschätzen, hä, Leute? Also ich hätte jetzt diesen Sprung... Obwohl, das sind... Wenn wir jetzt mal hier rechts gucken, von den Blöcken, man kann das ja an Blöcken irgendwie teilen, sind das drei Blöcke. Und ich glaube, die kann man natürlich auch springen. Geronimo! Okay. So, du Stück Dreck. Hast du irgendwas Schönes fallen lassen? Ja, klar, ich sehe doch da. Schöne Bohnen. Okay, was haben wir hier? So, wir haben Gang mit Rohren und alles sowas. Mit immer mal wieder nach oben gucken. Das ist immer krass. Wenn ich hier nach oben gucke, geht mein Kopf auch so, auch so nach oben. Das ist wie so ein Reflex. So, na gut. Schauen wir mal. Ein paar Gänge. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Okay. Ich nehme mal ein Stück HP. Und drück das jetzt mal rein hier. Geht das noch weiter? Das geht sogar noch weiter. Na, geht das auch noch weiter? Jawohl. Aha. Das solltet ihr immer testen. Wie weit geht's? Hier ist halt jetzt auch was. Da geht's irgendwie so runter. Das müsste dann da sein. Aha. Also, Moment. Es geht hier im Kreis, ne? Moment, kann man das hier... Nee. Können wir das drücken? Ja. Okay. Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist, ne? Also Fakt ist, wir müssen hier runter.
Und hier gibt es eine Verbindung. Hä? Da könnten wir auch rüberspringen. Geht's noch weiter? Nee. Ich würde gern mal... Man kann's nicht noch weiter zurück, ne? Da ist die Kante im Weg. Geht nicht? Weil es könnte immer sein, dass man hinter dem Ding noch irgendwas sich befindet. Ah, da kommen wir nicht hinter, ne? Nee. Nee. Na gut. So. Da könnten wir uns nicht mehr festhalten. Geht das noch weiter rein? Nee. Okay. Gut, dann ist hier Ende mit Weg. Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Hoffentlich kommen wir auch wieder hoch. Okay. Hä? Hier waren wir doch schon mal. Hier waren wir schon mal. Warte mal. Das macht... Verschiebt wieder diese Dinger. Ja. Ja, hier geht's runter. Hopp. Moment. Hier kommen wir jetzt auch nicht mehr hoch. Stimmt. Gut. Dann nehme ich an, dass ich hier irgendwas eigentlich verändern müsste. Irgendwie. Wir haben den einen Hebel gesehen. Ja, okay. Wir gehen nochmal hoch. Wir gehen einfach nochmal hoch. Vielleicht können wir hier auch von irgendwo anders abspringen. Aber laut meiner Sicht haben wir jetzt eigentlich hier nichts großartig übersehen. Und hopp. Sehr schön. Wir sind halt der Frühlingsrollenmensch. Obwohl das eher eine Sommerrolle wird, denke ich. So, na gut. So, und sind wir nochmal hier. So, ist hier irgendjemand? Will hier irgendjemand was? Hier war aber auch nichts, ne? Also nichts Hebelmäßiges oder so. Da ging's nicht weiter. Hier ging's runter. Das ist eine gute Frage. Der ging nicht weiter. Vielleicht ist das auch irgendwie sowas wie so ein Kisten hin und her geschiebe. Ich speichere nochmal. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Kisten. Die machen das doch nicht umsonst, oder? Die machen doch nicht umsonst hier zwei Kisten komisch anordnen. Die hier keinen Sinn haben. Ich schieb den mal noch mal rein, soweit wie es geht. Weiter ging's nicht, ne? Nee. So, dann können wir theoretisch hier rüber. Das ist so eine Art Übergang. Wieso so? Warte mal. Moment. Oh Gott, bin ich behämmert. Okay, jetzt macht Sinn. Jetzt macht Sinn. Um dahinter zu kommen, mussten wir... Die Verbindung hier freischalten. Oh, okay. Ja. Das habe ich richtig gut gemacht. Und hier ziehen wir einfach einmal dran. Jawohl. Ich sag ja, ich bin einfach
Hirnlevel over 9000. Okay. Und jetzt haben wir die Kiste da weg. Klar, jetzt macht Sinn. Hä? Ne? Wegen einmal Shotgun? Zweimal Shotgun? Aha. Okay. Gut, ich dachte jetzt eigentlich, hierhinter geht's weiter. Aber scheinbar nicht. Hängen? Das macht halt keinen Sinn. Das macht irgendwie keinen Sinn gerade. Okay. So, wir sind ja hier hochgegangen. Ich speichere jetzt hier nochmal, dass wenn wir nochmal hin müssen, dann brauchen wir nicht nochmal laufen. Und dann gucken wir nochmal. Der Weg von hierher führt uns ja hier runter. Also würde ich meinen, sollten wir auch hier runter. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wenn wir... Das verschiebt ja hier die Konstellation der Hämmer, ne? Man sieht es bloß jetzt nicht. Wenn wir das jetzt wieder rückgängig machen, beziehungsweise wieder verschieben, von unten kommen wir nicht an die Hämmer ran. Moment mal, wenn wir jetzt oben, kommen wir wieder, ja, hier kommen wir doch wieder hoch. Wenn wir jetzt, wir sind ja jetzt auf der oberen Ebene. Falsche Seite. Das könnte, ja, wir müssen gucken. Könnte sein, wir sind ja rübergekommen über die Hämmer. Jetzt haben wir es nochmal verschoben. Vielleicht kommen wir dann nochmal zu der anderen Seite. Da war nämlich auch noch ein Hebel. Wir schauen einfach mal. Genau, hier ist diese Hammerseite. Genau. So, die haben wir die jetzt grundlegend verändert? Ich weiß es nicht. Wir probieren einfach mal. Wir springen jetzt einfach mal rüber. Oh, und fast zu weit drüber. Hopp. Ja, doch, könnte sein. Könnte. Moment, ich glaube. Ja, doch. 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 Sehr schön. Stimmt. Die andere Seite, da war der Hebel. Und lass mich raten. Der pumpt jetzt vielleicht Wasser in irgendeinen Raum. Ich hoffe, wir schaffen den Sprung jetzt. Okay. Sehr schön. Ah, zumindest hören wir keine Schritte mehr. Ja, okay, das war zu erwarten. So, jetzt ist der Raum voll. Jetzt können wir wieder runter, ne? Da würde ich aber eher meinen, dass wir hier nochmal zum Hammer hinspringen. Und hepp. Naja. Können wir uns hier einfach... Ja. Okay, sehr schön. Aua. Wo bin ich denn jetzt gerade gegengestoßen? Genau, jetzt können wir in den Raum rein. Wo das Wasser war. Das war hier, oder? Oder? Ja, jetzt ist hier Wasser. Sehr schön. Da hatten wir diesen Hebel. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht zu lange die Luft anhalten. Das machen wir nämlich nicht gern. Das war hier. Ja. So, was macht denn der jetzt? Das ist ja interessant. Was macht der? Ah ja, gut. War abzusehen, da war ja noch ein Türchen. Ich würde jetzt tatsächlich mal die Harpune anlegen, weil ich mir vorstellen könnte, dass hier unter Wasser jetzt irgendwas... Ja, ich hab's fast geahnt. Komm hoch, du Stück Dreck! Wie schießt sie denn? Okay, sehr schön. Den haben wir weggemacht.
So, jetzt müssen wir aber nochmal Luft holen. Sonst wird das nichts. Aber bitte ein bisschen schneller Luft holen. Wäre ganz gut. Wäre richtig gut. Bitte, bevor ich down bin. Oh Gott. Also der Unterwasserkampf ist hier echt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen seltsam gemacht. Wir bleiben auf kleine. Und ich speichere lieber vorher nochmal. Hier. Der Unterwasserkampf, echt übel. So, jetzt gucken wir mal. Wenn ihr irgendwelche Asthma-Typen hier, die hier rumatmen im Nacken habt, schaut lieber erstmal, bevor ihr irgendwelche Schwimmsachen macht. So, hier sind wir jetzt rausgekommen. Ja, ich würde mal hier so ein bisschen den Weg folgen. Hier oben ist... Oh, hier ist was. Okay, das braucht wohl wieder irgendein Hebel. Verdammt! Hier sind zwei Hebel. Nee, Quatsch. Hier ist eine... Ne? Oh Gott, das wird doch nichts mit der Luft. Oh Gott, was war das denn? Was bist du denn für eine hässliche Mistgestalt, Alter? Oh Gott. Hatten wir nicht eben volle HP? Ich habe nicht drauf geachtet. Aber finde ich gut, dass du uns richtig lecker findest. Wir sehen richtig lecker aus, nicht? Oh Gott. Wir müssen dann halt zwischendurch auch mal speichern. Gut, jetzt wissen wir es. Wir könnten das Vieh auch abknallen, denke ich zumindest. Ich würde es halt mal probieren. So, schnell, schnell, schnell. Wo war das? Das war hier irgendwo, ja? Ja. Ja? Nein, nicht schießen. Mach doch den Himmel. Was ist denn das für ein Mistschwein? Das schaffen wir schon wieder nicht, ne? Können wir hier? Umweg, Umweg. Oh Gott. Da kommen wir dann auch hin. Kommen wir da noch. Ich weiß, das ist echt... Oh, ich weiß, das ist eigentlich Verschwendung, aber wir gehen es jetzt einfach mal ein. So. Gut. Das haben wir war das die Tür, die wir geöffnet haben? Also das sieht eher aus wie so ein... Das war doch nicht die Tür, oder? Speicher mal. Auf einem anderen Platz. Das war doch nicht... Nee. Hier oben. Ah, okay. Hier ist die Tür. Ich wollte schon sagen, das ist mehr oder weniger so ein Lufthohlraum. Oh Gott. Gut, dass ich gut reagiert habe, weil ich gut reagiere. So. Das ist auch wieder so eine komische Aussage, hä? So, was haben wir denn hier jetzt? Kommen wir hoch? Haben wir hier noch irgendwie... Hier könnte man vielleicht auch hochkommen. Na, wir gucken mal, ob wir das... Ob das geht. Ja! Nein, Moment, ich würde gerne springen. Springen! Nee, sie springt nicht, okay. Vielleicht hätte man ein bisschen bescheißen können. Wir gucken mal. So, hier. Aha.
Ich würde gern lieber erstmal gerne hoch, eigentlich. Können wir hier nicht hoch? So ein bisschen sneaky-mäßig? Ah, doch. Deine Beute gehört mir. Du Penner! Hä? Der hat ja nicht mal irgendwas. Das ist ja auch nett. Wir haben hier ein... Das können wir nicht. Doch, können wir. Wir ziehen das mal zurück. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Was können wir jetzt von hier aus? Was wir sonst... Na gut, wir könnten uns mal hier lang sneaken. Ja. Ja. Wie so ein richtig jutet, abgehangenes Würstchen. So. Und haben wir jetzt von hier irgendwelche Möglichkeit. Oh. Ja, haben wir. Hopp. Hä? Was denn hier oben? Ich mach mal eine Fackel an. Denn ich bin der Fackelmann. Wo geht's hier hin? Hier werden wir nach unten gesneakt. Ich speichere aber trotzdem mal. Vielleicht müssen wir dann noch irgendwie springen oder so. Nee. Hä? Sind wir noch im selben Abteil? Ja, ne? Ja, das ist... Ach so, das ist die andere Seite, okay. Oha. Ich spring mal rüber. Ich würde aber ganz gerne noch mal unten gucken. Eigentlich. Obwohl, da war ja ein... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ne? Aufmerksamkeitsbelohnung. Finde im Level der Quartiere eine Abkürzung, um zu vermeiden... Was? Was zu vermeiden? Aufmerksamkeits... Was? Das habe ich in der Liste gar nicht gesehen. Okay, das muss ein versteckter Erfolg sein. Um irgendwas... So, kleinen Moment mal. Ich tapp mal kurz raus und guck mal, was das genau war. Das war, ich schaue gerade mal direkt bei Steam, Moment, Tomb Raider, Aufmerksamkeitsbelohnung. Finde im Spiel die Quartiere eine Abkürzung, um zu vermeiden, dass du einen Raum mit zwei Hebeln betrittst und einen Block auf eine blaue Bahn bewegen musst. Aha. Keine Ahnung, wir haben hier offenbar jetzt unwissentlich irgendwas abgekürzt. Was heißt, ja, dass wir offenbar die Hebel und so nicht benutzen mussten. Sehr schön. Gut, das nehmen wir natürlich gerne mit, nicht wahr? Nehmen wir sehr gerne mit. Und der Tisch, der knarrt schon wieder hier. Richtige Knarrveranstaltung. So, was haben wir jetzt hier? Hallo? Ist hier jemand? Wir sind hier schon wieder mehr so im... Ihr kriecht was. Tja, du hattest den Versuch. Du hattest die Chance, du Stück Dreck. So, was ist das hier? Das ist wahrscheinlich diese Maria Doria, nehme ich an. Könnte ich mir zumindest relativ gut vorstellen. So, hier ist irgendwas. Da ist auch irgendwas. Ich speichere einfach mal. Damit wir ein bisschen ausloten können. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal hier lang gehen. Was ist denn hier? Was ist denn das? Schaut auch sehr genervt aus, ne? Oder guckst du gerade nach oben? Ist da irgendwas? Nö, sehe ich eigentlich nicht so. Wo geht's hier hin? Ne? Moment. Habe ich da eben... Da war doch was! Bin ich eigentlich total behämmert? Moment. Wieso gucke ich auch nicht runter?
Okay, wie soll denn das jetzt bitte gehen? Okay, ich speichere mal. Ich glaube, das wird hier ein bisschen tricky, weil da halt diese Scherben sind. Wenn wir uns jetzt so fallen lassen? Nein, das ist doch total bescheuert. So war das nicht gedacht. So war das eben eigentlich nicht gedacht. Wir müssen ein bisschen ausloten. Geht das so? Hä? Da waren gar... Da waren keine Stacheln. Eventuell, wenn wir uns hier so lang sneaken. Nein. Moment, gegenüberliegend. Da sieht es ein bisschen leerer aus. Moment. Da sieht es nicht nach so viel. Seht ihr? Hier auf der linken Seite. Hier, wo unsere Schulter ist, in diesem Quadrat, ist links oben ein bisschen mehr Platz. Halten. Und jetzt? Da ist doch gar nichts. Moment mal, bächen wir eigentlich gegen die Wand, wenn wir uns im Greifen-Modus befinden? Nee, dann sliden wir. Okay. Wir versuchen nochmal zu sliden. Aua, meine Birne. Hä? Genau. Wir sliden, so sliden wir und so. Okay, ich versuch's mal, dass wir vielleicht ein bisschen sliden. Vielleicht geht das ja. Hä? Nee, das. Das ist. Ich hatte gerade kein. Nee, Moment, wir müssen ein bisschen später greifen, ne? Oder? Nein! Ich will das jetzt haben. Ich glaube. Nee, das geht nicht. Das hier? Ach so, und da ist denn die andere Seite, oder wie? Da würden wir ran... Moment mal. Warte. Keine unnötigen... Zerbrich keine Bodenpaneele, um im Level die Quartiere an das goldene Geheimnis zu kommen. Ah, okay. Nee, dann können wir das so nicht machen. Wir haben jetzt die Errungenschaft vor uns. Wir dürfen das so... Wir müssen von hier rankommen. Wie soll denn das gehen? Wir haben ja alles probiert eigentlich. Moment. Wenn wir von weiter weg... Von weiter weg vielleicht. Nein, du solltest doch greifen! greifen. Sliden wir so? Hä? Ich habe gedrückt gehalten. Wir haben das direkt sogar aufgehoben. Oh, krass. Sehr krass. Sehr, sehr schön auch vor allem. Nein! Ich wollte gerade sagen. Mach das. Leben wir noch? Wir leben doch gar nicht mehr. Wir leben nicht. Wir sind gerade untot. Das ist ja krass. Oha. Okay, wir speichern mal. Im untoten Zustand. Hashtag Lara ist untot in die Kommentare. Okay. So. Gut. Wir gehen mal jetzt. Nam, nam. Jetzt gehen wir mal da lang. Es war ja erst das andere Weg und jetzt der Weg. Hier, was ist hier? Auch wieder lauter Bilder. Ja.
Und hier geht's irgendwie runter. Ja. Hä? Da ist der Jadedrache. Das hatten wir schon mal außerhalb. Das ist hier die andere Seite. Wir hatten hier aber noch eine Oberseite. Moment. Da würde ich gerne nochmal gucken. Nicht, dass wir das Gebiet hier verlassen und dann da nie wieder hinkommen. Und zwar war das hier. Ja, das ist richtig gut. Aber ich glaube, das war nur... Ja, doch, stimmt. Ja, das war ja nur um da. Hier war ja sonst nichts. Kommen wir jetzt wieder zurück? Ich hoffe es. Ich springe lieber, oder? Ja. Gut. Dann können wir doch da lang. Also wenn... wenn das mit der HP nicht irgendwie erschreckend ist, dann weiß ich auch nicht. Stellt euch mal vor, dass wir hätten nicht mehr speichern. Ich glaube, wir müssen... Ich wollte gerade springen. Ich wollte gerade springen. Gilt das für die andere Seite auch? Na? Sie läuft hier gar nicht. Hallo? Ah. Okay. Ich bin doch so behämmert. Ich dachte, sie springt auf die Kante und wollte einen coolen Rückwärts... Okay. Ich bin so behämmert. So, okay. So, hier den behalten wir mal schön im Auge hier. Den behalten wir schön im Auge. Letztens haben wir das versäumt, einen Jadedrachen, der draußen liegt, mitzunehmen. Hä? Hä? Dieser scheiß Hering. Okay, der untote Zustand ist wohl doch nicht so toll. Da ist aber irgendwas. Den ballern wir direkt ab, oder? Den können wir direkt abballern. Nee. Auf was schießt sie da? So, du Stück Dreck. Das können wir öffnen. Ich würde es mal versuchen, ein bisschen cool zu öffnen. Die wieder mit einem Headbutt reinspringen. Ja, toller Headbutt. Das sah nicht aus wie ein Headbutt. Wir gucken aber erstmal hier. Geht's hier noch weiter? Da sollten wir auf jeden Fall nochmal gucken. Aber ich glaube, das führt uns jetzt hier raus. Aber ich will jetzt da mit einem Headbutt rein. Schon wieder? Hallo? Und hopp. Sehr schön. Gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das führt hier raus. Okay, sehr schön. Dann müssten wir hier irgendwo... Da! Her damit! Danke! Danke! Oh, und sehr viel M16-Munition. Finde ich richtig gut. So, da ist hier tatsächlich noch irgendwie so ein Durchgang. Nee, von da kommen wir doch, oder? Ja, ja, doch, oder? Ja, ja. Na, spring doch hoch. Oh, sie hängt sich so ein bisschen... Häng dich doch fest an der Wand. Oh. So, jetzt wieder hoch, hoch, hoch. Okay. Oh, sehr schön. Puh. Wir machen uns gerne nass. So. Und hoch. So, was haben wir jetzt hier? Das ist noch ein Teil von... Also, die Quartiere sind schon mal gut. Aussicht ist auch gut. Schön Seealgen und alles sowas. Okay, hier wirkt jetzt alles ein bisschen schräg, ne? Da kommen wir nicht rüber. Nee, nee, nee. Nee.
Nee, das ist alles ein bisschen sehr schräg hier. Ja, vielleicht von hier irgendwo. Ich speichere nochmal. Und dann gucken wir uns, dass wir uns da ein bisschen durchquetschen. Immer schön quetschen. Das ist die Alternative. Hä? Nö! Hä? Okay, ist ja gar nichts passiert. Halt, komm hier hoch. Nee. Okay, müssen ja auch schräg springen, glaube ich. Bisschen schräg. Hä? Fackel. Ja, ist ja alles sehr schräg hier, ne? Ah, schöne Decke auf jeden Fall. Gut, guck mal, komm ich hier hoch? Ne. Komm ich hier hoch? Mit Grapschen? Ne, auch nicht. Ah, halt! Ich hab ne Idee. Das wird jetzt richtig stylisch, passt auf. Genau. Wir springen jetzt rückwärts, dann vorwärts und nach links und wieder rückwärts. Oh Gott, hoffentlich klappt das. Ja, so ungefähr. Aua. Nee, halt, wir können auch direkt hier. Dann müssen wir jetzt einmal einen guten Jump hinlegen. Ah, da reicht's nicht für die Drehung. Okay. Dann müssen wir halt doch... ja, tatsächlich. Wir müssen... Das müssen wir so machen? Okay, ich speichere mal. Dann brauche ich nicht immer wieder hochlaufen. Das wird jetzt aber tricky, wenn das so sein soll. Also so, denn so... Nee. Nochmal. Also, zurück, vor. Oh Gott, so haut's auf... Nee. Sag mal, wollen die hier unsere Künste testen oder was ist hier los? Okay, gut. Wir können es natürlich auch so machen. Gut, wir wollten halt ein bisschen stylisch ran, ne? Ich hab Style und das und die Munition. So, der ist ja sehr schräg hier, sehr schräge Angelegenheit. Wir müssen noch eine Fackel anmachen. Hier noch ein paar Bilder. Hier ist ein Abgang, sage ich mal. Ist jetzt auch nichts zu sehen. Hier nur ein paar Kronleuchter etc. Und das ist zu schräg, um da irgendwas hinzupacken. Okay. Gut, dann haben wir mehr oder weniger auch nur einen Weg. Schauen wir mal, wo der uns hinführt. Und zwar hier. Aber wir speichern vorher nochmal. Speicherli! Und nochmal schauen, was haben wir eigentlich bisher? Oha, 13 von 16? Ja, könnte sein. Könnte sein. Lassen wir uns mal fallen. Nee, falsche Waffe. So, ist hier jemand. Ich hab ein richtig Rohr hier. Ich hab ein richtig Rohr. Was? Wieso bist du nicht da geblieben? Hm? Kleiner Schnuckel, du. Hä? Du wirst in die Geschichte eingehen als Teppich. Als Bettvorleger. Was ist denn das bitte für ein Raum? Sollen das hier irgendwelche Betten darstellen oder... Oder irgendwelche Pflanzen, Gräben oder Sessel? Nee, das ist ein bisschen... Ich weiß es nicht. Sieht aber auf jeden Fall edel aus. Hier ist auch nichts. Nix. Na gut, dann geht's jetzt hoch. Na, ist hier jemand? Hallo? Nicht? Doch. Ich wollte gerade sagen, schieß doch.
Der liegt auch im Dreck und hat nichts liegen lassen. Wie immer. So. Was haben wir hier? Nee, sei als ob da irgendwas lag. Nee. Das kann man schieben, okay? Als Art Durchgang geht's noch weiter? Nee. Okay. Unsere AP sah auch schon mal besser aus, glaube ich. Hast du wirklich nichts fallen lassen? Sag mal, was soll denn das? Liegt hier oben drauf was? Nee, hier liegt auch nichts. Du bist aber sehr arm hier, ne? Ihr könntet ruhig mal ein Medikit fallen lassen. Wäre richtig gut. Hier ist immer noch eine Zündschnur. Warum auch immer. Was? Was? Stück Müllhaufen. So. Eine Fackel gönnen wir uns noch hier. Ah. Hier ist auch nichts mehr. Die droppen halt nichts mehr, diese Lumpen, ne? Finde ich nicht gut. So, da ist soweit nichts. Ja, da müssen wir rüber. Ich wüsste nicht, warum wir jetzt nicht einfach rüberspringen sollten. Na, ob das reicht? Nee, okay. Deswegen. Oh. Nö. Eigentlich alles gefühlt. Aha, guck mal eine an. Gut. Da kommen wir also so ohne weiteres nicht hinauf. Das sieht aber schiebbar aus hier, ja. Dann müssen wir das. Da ist jemand. Ja, schieb da erstmal noch eine Stunde. Wer ist hier? Warte mal, ich komm mal kurz hoch hier. Mal kicken. Was hast du, Arsch, gemeint? Oh Gott, eine Schrotkugel. So geht das, du Stück Dreck. Der hat auch nichts fallen lassen. Mist. Wir haben ein bisschen Probleme. Liegt hier vielleicht was? Da liegt irgendwas. Was ist denn das? Na? Aha. Ein Flüffel? Ein Flüffel? Aha. Ich hab gar nicht gedacht, dass wir hier noch einen Schlüssel finden. Aber ja. Geht's noch näher? Nee. Ein Schlüssel. Schauen wir mal, was der macht. Ein Theaterschlüssel. Theater. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Okay, gute Frage. Der Abstand ist jetzt nun doch ein bisschen sehr hoch. Vielleicht schräg. Falls nicht, haben wir irgendwie einen Schlüssel übersehen oder ein Schlüsselloch oder sowas. Ich speichere nochmal. Aber vorher noch einen Reichweiten-Drink. Und jetzt. Oha. Das hat gereicht. Geil. Hätte ich jetzt absolut überhaupt nicht gedacht. Hm? Moment. Nee. Ich lade nochmal ein. Genau, weil hier haben wir das nicht mehr. Ich lade nochmal ein. Wir haben nämlich einen ja, hier. Wie soll ich sagen? Da ist Ende. Haben wir gerade irgendwie den Jump gemacht,
den eigentlich keiner schafft. Den Theaterschlüssel. Wir kriegen doch hier nicht umsonst einen Theaterschlüssel. Wir haben irgendwas übersehen. Wir müssen was übersehen haben. Drei Fackeln ist nicht gut. Wir haben hier echt Fackel. Fackelproblem, ne? Ich bin gespannt. Hier, das ging nicht mehr zu drücken, ne? Richtig rindrücken? Nee, nee. Ich drücke richtig gern. Wir haben hier wirklich, was, ein Schlüsselloch übersehen? Wie kann man sowas übersehen? Hier ist nichts. Definitiv nicht. Nee. Hier unten? Ich kann mich nicht an ein Schlüsselloch erinnern, dass wir irgendwo einen gesehen hätten. Hier irgendwo? Nee, von hier kommen wir ja. Nee, nee. Hier war nix. Hier war definitiv nix. Ein Schlüsselloch. Ich nehme mal noch eine Fackel. Nee. Hier auch nichts. Darüber springen bringt wahrscheinlich auch nichts. Und da geht's dann weiter. Ich check's gerade nicht. Okay, wir speichern nochmal und gehen mal noch weiter raus. Im Zweifelsfall können wir uns hier wieder reinladen. Ja, dann gehen wir hier noch weiter. Viel weiter. Waren wir hier schon mal? Ich glaube schon. Können wir das reindrücken? Warte mal, haben wir hier eine Art Übergang, Durchgang? Ja, hätten wir. Moment. Das wäre jetzt... Ja, ich weiß es nicht, weil dahinter scheint es ja nicht weiterzugehen. Aber wir könnten den zwei zurückziehen und dann beim Aufstieg bei den Treppen vielleicht links rum. Vielleicht ist da ein kleiner Raum oder so. Mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Könnte, muss aber nicht. Ja, es würde schon Sinn machen. Denn würde es jetzt praktisch hier links reingehen, ne? Tatsächlich, hier ist noch irgendwas. Was ist hier? Ich mach mal kurz Gunlicht. Okay, hier ist... Ganz. Hier ist ein Schlüssel. Okay. Okay. Alles klar. Wahrscheinlich. Warte, ich gehe erstmal hier lang. Ist hier noch irgendwas? Oh. Also in der Bewegung ist die Waffe schon. Schon sehr speziell. So, hast du irgendwas fallen lassen hier? Nee. Aua. Hier geht's auch nicht rein. Können wir auch nicht wegschießen. Aua. Können wir auch nicht wegschießen, ne? Okay. Ey, ich bin gespannt, was der Schlüssel jetzt veranlasst. Weil eigentlich haben wir ja schon den Ausgang zum Level. Theaterschlüssel. Fakt ist, das ist ein versteckter Bereich hier. Weil man braucht ihn nicht, um durchzukommen. Da bin ich mal gespannt. Hier geht's einmal rechts, einmal... Wir gehen hier erstmal rechts lang. Mit unserer dicken Gun.
Nein. Oh, ist das kompliziert. Hast du was fallen lassen? Nee, natürlich nicht. So, wir gehen mal wieder auf Uzi. Was ist das denn hier für ein Bereich? Aus wie eine Bühne. Hallo? Na? Gefällt dir das? Anscheinend nicht. Mann, sind wir gut. So, schauen wir mal. Hier ist schon wieder irgendwer. Hinter der Bühne wahrscheinlich. Naja, das ist safe hinter der Bühne. Hier gibt es aber auch keinen Schalter. Hier gibt es höchstens... Wir können mal... von hier mal alles ein bisschen ablaufen. Kann ja sein, dass wir hier irgendwas finden. Und hier ist auch nichts, ne? Doch, wir könnten uns hochziehen. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Hm. Also laut Statistik könnten wir noch zwei Sachen finden. Dann bleibt es ja nur noch hier, ne? Hopp. Der liegt da im Gemüsebeet hier, oder was? So, du Stück Dreck. Was war's mit dir? Du Mistsau. Was ist das hier? Uzi. Uzi ist immer gut. Hast du sie gesehen? Ja, ich hab sie gesehen. Ich heb sie auf und lass ein Wunder geschehen. Abracadabra, Simsala und der Ballermann zaballert den Kalabatan ganz ohne viel Palaver, Mann. Gerne reinhören ins Lied. So, was ist das hier? Das ist eine Art Durchgang. Das öffnet die Bühne. Die Bühne. Wie laufe ich denn hier? Nein! Vorsicht. So, ich komme jetzt hier. Pass auf. Na, du Stück Scheiße. Für dich habe ich eine richtig schöne Überraschung. Das ist zwar wie Spatzen vor die Kanonen, aber ich gönn's dir. Hallo? Ich hab hier was für dich. So, da habe ich von dir ja gar nichts mehr übrig gelassen hier. Finde ich gut. So, na, schauen wir mal. Was ist denn jetzt hier? Ich sehe nichts. Ja. Geht's hier hoch? Nee. Geht's hier hoch? Ja. Ich will jetzt unsere letzten Fackeln eigentlich hier nicht verschwenden. Da ist so ein Loch zum... Ich muss. Ich sehe hier nichts. Aha. Mhm. Dann würde ich meinen, dann haben wir hier so eine Art Lücke. Hopp. Sehr schön. Sehr nice. Ah. Hier ist nichts mehr, ne? Doch. Tatsächlich gibt es hier noch was zu finden. Da kommen wir aber nicht hoch. Hier. Schwupps, jetzt sind wir runtergefallen. Und sind hinter der Bühne. Hm. Hallo? Das ist doch der Klassiker. Nein, und ich habe das letzte Mal im nächsten Jahrhundert gespeichert. Ey, das gibt's doch nicht. Wieso habe ich nicht gespeichert, Leute? Mhm. Ja, zack. Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Hier ist noch ein Chalet. Ah, was machst du? Der... Ah, okay. Der macht da Wasser rein. Was mache ich hier? Nimm die Fackel mit. Na gut, jetzt bringt es auch nichts mehr. Oh, ey, wir haben... Na? Ah, okay.
Unsere letzte Fackel, verdammt. Ist da noch rein? Nee. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Also tatsächlich ist das nur für den Durchgang gedacht, weil die denken, wir haben hier irgendwie, wir sind zu blöd zum Springen. So, hier waren wir, gehen wir hier nochmal den Gang hoch. Bei uns fehlt ja offenbar immer noch eine Fundsache. Ja, wir, da können wir natürlich auch gerne drauf verzichten. Aber falls wir sie finden, warum nicht? Hier läuft schon wieder irgendwas. Irgendwas läuft hier. Ah, der hat das. Ah, der hatte das noch. Der hatte das letzte Stücki. Sehr schön. Ich speichere aber trotzdem nochmal. Speichern. Oh, bei uns regnet es gerade. Okay. Und heppa. Krass, wie sehr man hier abkürzen kann, hä? Sehr schön. Und ja. So, da haben wir ja doch den kleinen Umweg ganz gern gemacht, um hier auch alles zu erkunden und sogar alles zu finden. Und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht, was jetzt für ein Level kommt oder ob wir sogar das Unterwasser-Szenario verlassen jetzt. Wir werden es sehen im nächsten Part. Bis gleich oder bald.